So, bei Strom ist Party. Los, raus damit. So, dann können wir den hier auch gleich nochmal entsperren. Zack, zack. Anscheinend werden hier wirklich nur Busse gebaut. Ist irgendetwas Besonderes an ihnen, außer dass sie elektrisch betrieben werden? Eco-Busse werden im Hinblick auf Effizienz entwickelt und nutzen Magnesium A, um die nächste Generation von bla bla bla. Ich grabe mal tiefer. Halt mich auf dem Laufenden. Ich schaue, was ich noch finde. So. Muss das wirklich sein? Boah. Und zack. Mit dem haben wir hier nichts zu tun. Mit denen konnten wir uns unterhalten. Aha. Du bist nicht zufällig mit einem Jackson Pierce verwandt, oder? Anscheinend war es seine Forschungsarbeit, mit der dieses tolle Material entwickelt wurde, das in den Bussen steckt. Fuck, das kann kein Zufall sein. Okay, Claire, angenommen, Rampart sucht nach ihm. Wie würde ihm der Kauf dieser Firma dabei helfen? Wenn Rampart hinter diesem Jackson her ist, dann würde er durch den Kauf von E-Strom an ihre Metadaten gelangen. Firmen haben Aufzeichnungen über alle Verkäufe und getroffenen Abmachungen. Wie die Abmachung mit der Universität zur Verwendung von Jacks Forschung. Ich muss diese Daten löschen. Okay, aber warte mal. Keine Zeit. Oh. Ups. Ja, genau, sorry. Ich habe gerade gedacht, ich kann hier abhauen, aber nee. Und jetzt aber würde ich sagen, kann ich gleich abhauen. So eine Scheiße. Die Dateien sind nicht hier. Genau das wollte ich dir doch sagen. Sie werden nicht alle Daten hier speichern. Glücklicherweise hast du mich, denn ich weiß, wo Rampart ihre Server hat. Ich schicke dir jetzt die Adresse. So, Rampart hat seine Server da, also da nach Old Kent Road zur Haltestelle einmal ein Sprung machen und dann sagen hierhin. Dann sagen hierhin, ja genau, ist ja alles heute wieder sehr perfekt und bei mir hoch. Ich kann auch die auch laufen, die Strecke. Okay, mal unter uns. Wer ist Jax? Und warum ist Rampart hinter ihm her? Er ist offensichtlich mit dir verwandt. Wenn ich weiß, was los ist, kann ich vielleicht irgendwie helfen? Nur damit du es weißt. Alles, was wir besprechen, hat unter uns zu bleiben. Und ich brauche deine Hilfe nicht. Das ist eine Privatangelegenheit. Das schaffe ich schon alleine. Okay, du harte Nuss. Deine Privatsphäre ist dir also wichtiger als die Sicherheit deiner Familie, ja? Ich leg jetzt auf. Schon gut, ich höre ja schon auf.
So. Da ist er. Ich muss schneller sein. Pass auf deine Hüfte auf. Ich weiß, du machst dir Sorgen wegen Jackson, aber ich bezweifle, dass Rampart genug Zeit hatte, um alles durchzusehen. Das ist mir zu unsicher, um dafür sein Leben zu riskieren. Verbinde mich, sobald du den Server gehackt hast, und ich helfe beim Löschen der Daten. Wir sorgen schon dafür, dass Rampart ihn nicht kriegt. Du bist dran. Großartig. Okay. Das ist doch scheiße. Gut, Mensch. Ach so, jetzt weiß ich auch, was ich eben falsch gemacht habe. Ich depp mal wieder. Leg los. Denn ich vergesse immer, dass das eine Multidrohne ist, Mensch. Junge, Junge, Junge. Okay, das ist nicht gut. Ich muss irgendwie mein Signal verstärken. Ergo. Dann mal los. Komm. Ich verbinde dich, Claire. Shit. Ich glaube, ich habe gerade einen internen Alarm ausgelöst. Ja, hast du. Und da kommt auch schon die Security. Du wirst kämpfen müssen. Ist mir recht. Okay, aber geh nicht zu weit weg, sonst verliere ich die Verbindung. Vielleicht habe ich Glück. Aber die sehen mich ja nicht. Die wissen nur. Greift er mich da draußen an oder was? So, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte geschafft. Oh, komm bitte. Pierce, ich sagte, geh nicht zu weit weg. Kühlfunktion wiederhergestellt. Schockwelle.
Ausleitung an alle Einheiten. Okay, ich muss irgendwie den noch kaputt kriegen. Das heißt, ich muss rein. Okay. Okay, mal unter uns. Wer ist Jax? Und warum ist Rampart hinter ihm her? Er ist offensichtlich mit dir verwandt. Wenn ich weiß, was los ist, kann ich vielleicht irgendwie helfen? Nur damit du es weißt. Alles, was wir besprechen, hat unter uns zu bleiben. Und ich brauche deine Hilfe nicht. Das ist eine Privatangelegenheit. Das schaffe ich schon alleine. Okay, du Hartenuss. Deine Privatsphäre ist dir also wichtiger als die Sicherheit deiner Familie, ja? Ich leg jetzt auf. Schon gut, ich höre ja schon auf. Ich muss schneller sein. Pass auf deine Hüfte auf. Ich weiß, du machst dir Sorgen wegen Jackson, aber ich bezweifle, dass Rampart genug Zeit hatte, um alles durchzusehen. Das ist mir zu unsicher, um dafür sein Leben zu riskieren. Verbinde mich, sobald du den Server gehackt hast, und ich helfe beim Löschen der Daten. Wir sorgen schon dafür, dass Rampart ihn nicht kriegt. Okay, vielleicht funktioniert das von hier, weil hier müssten sie mich erstmal kriegen, ne? So, dann erstmal den. Okay, auf geht's. So. Da ist er. Ich verbinde dich, Claire. Shit. Ich glaube, ich habe gerade einen internen Alarm ausgelöst. Ja, so, jetzt bin ich mal gespannt, ob die mich finden. Du wirst kämpfen müssen. Ist mir recht. Okay, aber geh nicht zu weit weg, sonst verliere ich die Verbindung. Das wäre eine geile Geschichte, wenn ich da oben jetzt hinkommen würde und die könnten nichts machen. Weil die wissen ja nicht, wo ich bin. Pierce, ich sagte, geh nicht zu weit weg. Das war's dann wohl. Shit. Die Spur ist kalt. Formieren wir uns neu. Ach, das ist jetzt nervig, ne? Das ist jetzt gerade echt nervig. Oh. Oh, nicht schlecht. Okay, lass uns einpacken. Ernsthaft? Was ist denn der Server? Ach, da unten, das reicht schon. Ja, dann oder so, ne? Wie ich so schön sagen kann. Also mit anderen Worten, am besten den einen Typen platt machen, um aufs Dach klettern, in die Ecke geht, mit der Drohne rein, das Ding hacken und dann auf eine Kamera springen, die hier in der Ecke ist, und dann ist das die Lösung. Jo, hätte ich das vor gefühlt von einer halben Stunde bald gewusst, dann oder 20 Minuten, Viertelstunde, keine Ahnung. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte geschafft. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt gerade. Wäre es natürlich geil gewesen, ne? Aber das ist das Schöne, anstatt erster Point, also First Try, obwohl das immer schön ist mit First Try, eben dann beim zweiten oder dritten Mal. Gesichert.
Wie viele Daten sind denn da drauf? Mehr, als uns beiden lieb sein kann. Halt einfach durch, ich bin fast fertig. Krass, was er hier macht. Fertig, der Server ist leer. Verschwinde da, Pierce. Gute Arbeit. Jackson ist in Sicherheit. Ich habe meine Story, alle sind zufrieden. Veröffentliche deine Story, aber halt Jax da raus. Ich werde ihn nicht erwähnen. Bin nicht gerade scharf drauf, ihn aufzutreiben, nur um ihn zu durchleuchten. Außerdem dreht sich die Geschichte um Rampart. Wenn ich Glück habe, sinken seine Aktien, sobald alles öffentlich ist. Ich weiß, du möchtest diese Typen gern drankriegen, aber das ist gefährlich. Du hast doch selbst gesehen, wozu sie bereit sind, um an jemanden heranzukommen. Du brauchst Schutz. Was für welchen? Eine Waffe? Ein Leibwächter? Sei nicht albern. Ich bin Journalistin. Wenn ich niemandem ans Bein pisse, mache ich meinen Job nicht richtig. Ich meine ja nur. Wir sehen uns, Claire. Ganz Unrecht hat sie nicht, ne? In der Hinsicht. So, jetzt haben wir den Unlock-Hack. Unser Recht auf Vergessenwerden besteht nicht mehr. Das hat Bloom durch das Aufheben der DSGVO oder besser der britischen DSGVO erreicht, wodurch Firmen jeden unserer Schritte online und offline verfolgen können. Genau diese Firmen verkaufen unsere Daten. Aber an wen? Und was passiert mit den Informationen, wenn die Firmen von jemandem wie Rampart gekauft werden? Bleibt dran, London, und ich erzähl's euch. So, feindliche Übernahme, die Mission klingt aber geil, ist, ne? Die britische DSGVO. Das allsehende Auge haben wir jetzt, die Mission. Dann dahin. Ja, falscher Button wieder. Schnellreise nicht verfügbar. So, jetzt aber. Und go. Echt lustig. So, und. Auf geht's. So, wir sollen jetzt mit ihr. Wir sollen uns mit ihr unterhalten. Schräg sie erstmal treffen und dann und. Was? Nein, ich spaziere bloß, mehr nicht. Du kommst mir bekannt vor. Detzek, nee, ich spazier nur. Was ist hier los? Piers, hier drüben. Ja, ich wollte da eigentlich auch hinklettern. Aber. Oh, komm hör doch auf. Ah, bitte nimm sie den richtigen Weg. Ja, ist ja auch nicht grün. Ah, das ist ihre Kameradrohne oder was? Okay. Also, ich habe einen Albion-Kontakt, Miles. Er hat einige Dokumente in die Finger bekommen und würde die gegen einen Gefallen tauschen. Ich habe für euch schon ein Treffen arrangiert. Mal langsam. Gefallen? Ich habe noch nicht mal Ja gesagt. Doch, gerade eben. Komm schon, Pierce, ich brauche dich. Diese Story könnte die Wahrheit hinter den Bombenanschlägen von London aufdecken. Miles braucht nur Hilfe bei einem Fall. Okay. Wir sollen uns mit ihr unterhalten. Das ist mir jetzt irgendwie gerade erst aufgefallen, ne? Das ist ja eine Reporterin. So. Der Vergleich hinkt gerade ein wenig, aber wer die hier Artikel 17, ich nenne es jetzt mal schon teilweise Demonstrationen, da, beziehungsweise wie war das hier, Kundgebungen vor 2 Jahren verfolgt hat, der kennt gewiss die, ich glaube, die war eben, ist jetzt ehemalige Europaparlamentarierin Julia Reda. Und ich finde, die hat eine Ähnlichkeit, das ist unglaublich.
Bleibt auch eiskalt da so stehen gerade, guckt auf ihr Handy. Aha. Das muss ich mir gleich mal machen. Sorry, das Foto muss ich jetzt gerade irgendwie mal machen. Nee, das sah eben nicht so gut aus. Nett. Oh. Und Huben tut er auch noch. Fährt ihn hinten rauf, aber Hub noch. I love it. Du musst Claire Waters Partner sein. Ich bin Miles. Oder Sergeant Fletcher, wenn dir das besser gefällt. Lass dich von der Uniform nicht täuschen. Ich bin in Ordnung. Und du bist? Jemand, der wissen will, was du möchtest. Okay, ich muss eine Frau finden. Cora Taylor. Ich kann es noch nicht beweisen, aber sie hat mit den Bombenanschlägen zu tun. Red weiter. Sie hat gemerkt, dass ich an ihr dran bin und mich abgehängt. Aber ich weiß, wo sie sich gern rumtreibt. Gut. Angenommen, ich finde sie. Was dann? Dann lädst du ihren Terminplan runter, damit ich meine Untersuchung fortsetzen kann. Ganz einfach. Verstanden. Ich melde mich, wenn ich sie gefunden habe. Kriegen wir eine. So. So, wir sollen jetzt zu der Dame. Ja, da kann ich auch hinlaufen. Und gerade so schönes. Genau, schönes NPS-Foto mal. Jetzt mache ich schon Fotos von Gesichtern, nicht nur von Gegenden, sondern auch von Gesichtern. Ja, ja.